Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Alice 19 von Nordfriesischer Marsch 2.0 natürlich weiterhin. Ja, Nordfriesischer Marsch. Aktuell steht es ein bisschen still, kann man sagen, ne? Aber wir warten natürlich jetzt auf Global Company am Wochenende. Und ihr wisst ja, die Fachkarte ist aktuell up to date. Dementsprechend passiert auf der schnellen Karte aktuell nichts. Gibt nichts Neues zu berichten. Aber wir werden trotzdem froh Montag hier weiterspielen. Wir haben für heute wieder einiges auf dem Plan. Als erstes dachte ich, machen wir jetzt die Pferde komplett fertig. Gucken nochmal, wem was fehlt. Hier fehlen Hafer 11.000 Liter, ne? Weil die haben jetzt knapp 48.000 passen da rein. Also fehlen denen auch nur ca. 8.000. Dann holen wir mal 8.000 Liter Hafer, das reicht uns dann. Packen das rein, sind wir damit erstmal fertig. Und 6, 7, 8. Ja, nicht ganz. So. Fehlt nicht, dass dann nachher im Anhänger noch was drin ist. Dann lieber 1.000 zu wenig als 1.000 zu viel, würde ich behaupten. Kompost werden wir also noch nicht verkaufen, weil ich mir das noch nicht schlüssig bin, ob wir tatsächlich in die Obstindustrie mit einsteigen wollen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch sagt, doch, ist eine gute Idee. Ich meine, dafür habe ich die Produktion ja gemacht, ne, um sie auch zu nutzen. Die Mehlfabrik haben wir schon, die Zuckerfabrik auch. Alles können wir nicht auf einmal, aber so eine Obstgeschichte, denke ich schon, sollten wir bald auch mal irgendwie mit ins, das ist so schön, Portfolio mit aufnehmen hier, ne, an Produktionsstätten für uns, weitere Produkte. Denn meine Überlegung ist ja, solche Produkte, Zucker, Mehl und Äpfel und sowas nachher wieder auf Palette zu verpacken. In irgendeiner Verpackungsfabrik, wie sie auch immer aussehen wird und ob sie funktionieren wird und wie das geht, weiß ich noch nicht. Nächste Woche sind wir schlauer. Wahrscheinlich. Und ja, dann soll man das natürlich, die Paletten, soll man dann wieder die Möglichkeit haben, logischerweise an den Supermärkten zu verkaufen. Aktuell wisst ihr ja, könnt ihr das ganze lose Zeugs nicht am Supermarkt verkaufen, Äpfel und so. Weil das fand ich blöd, mit dem LKW wieder hinfahren und einfach Äpfel abschütten, ist irgendwie blöd. Deswegen ja die Palettenvariante. Aktuell haben wir es natürlich auch bei der Produktionsstätte Bäckerei. Das ist natürlich auch theoretisch blöd, aber so war zumindest eine Verkaufsstätte, dachte ich mir. Und ist vielleicht eher noch so, dass die Mengen dafür kriegen für, weiß ich nicht, irgend so eine riesen Apfelkuchenback, keine Ahnung, Bäckerei-Zeugs da. Oder Pflaumenkuchen oder was weiß ich, was die da alles machen. Birnenkuchen gibt es ja auch. Stimmt. Irgendwas komisches. Birnentorte, ich weiß gar nicht. Und Kirschen natürlich auch, ne? Für die Schwarzwälder und so. Kirschen, die kommen da einfach in Anhänger in Mengen. So, Mengen haben wir auch an Mist auf dem Hof. Das ist natürlich ja, gut für uns. Den Mist können wir nämlich brauchen hier vorne für unsere Düngerproduktion. Wobei die natürlich auch irgendwann einfach mal voll ist, ne? Dann ist da nichts mehr mit Mist loswerden, aber noch. Sind wir da, glaube ich, recht weit von entfernt. Das ist welches Förderband? Ich dachte, ich bin im kleinen Förderband. Einfach um hier noch schnell den Rest wegfördern. Und dann holen wir uns mal unser Lieblingsförderband. Das einzige Coole an dem ist einfach, es ist schnell. Ne? Es heizt hier los und nicht wie die anderen, die 6 km/h fahren. Oh. Und das ist die Ansicht vom Förderband. Die ist ja nice. Da haben wir ja einen richtig schönen Überblick. Wollen wir einfach mal ein bisschen rumfahren hier. So als liegende Kamera über die Map. Auch schön. Haben wieder was rausgefunden. Ich dachte, ich steig mal ein in das Gerät und ja, seht ihr? Die Aussicht aus dem Förderband. Gefällt mir. Vor allem, wo der Raps da hinten immer noch so blüht. Das dauert auch nicht mehr lange, dann ist das alles erntereif. Also spätestens am nächsten Ingame-Tag, würde ich behaupten, können wir uns da auf große Ernte freuen. Und dann war ja auch fast noch die Überlegung, oh Gott, noch einen weiteren Drescher zu kaufen, aber ich weiß noch nicht. Das ist ja auch immer kein Schnäppchen. Das so nicht, ne? Und das andere. So passt es so gerade so. So kommt der Mist an. Da ist viel Mist. Der andere hier drüben dürfte fertig sein.
Nur 5000 Mist, mehr liegt da nicht. Nö, okay. Dafür liegt hier drüben umso mehr, ne? Das holen wir jetzt. Das ist das eine, was wir machen wollten auf jeden Fall heute. Und die andere Geschichte ist von uns natürlich jetzt hier unten. Ist ein bisschen unglücklich, aber müssen wir machen. Wir müssen jetzt mit unserem Fan gleich mal schnappen. 34.000 Pellets reicht noch nicht. Also es kann ruhig eine Nacht mal warten, bis wir wieder Pellets verkaufen. Und das Teil müssen wir holen. Die steht aber tatsächlich noch, also er steht noch hier. Oh nee, das war das, was ich natürlich gehofft habe, dass nicht vorkommt. Unser Düngerstreuer ist kurz vor wahrscheinlich Erreichen des Missionsendes. Wir gucken gleich, wie viel. Leer gelaufen. Beim dritten Feld. Das ist schade. Ich muss mal kurz in die Reparatur gehen. Das war der einzige scheinbar, der. Ne, da ist noch einer. Was hat sich alles mittlerweile zusammengesammelt hat hier, ne? Ist echt schon eine Menge. Hat durchscrollt. Ja, und den wollen wir Hackschnitzel holen vom Hof, wie gesagt. Die Bäume auch beim Komposter sind ja einige wieder aufgetaucht, die wir vorher schon mal weggemacht haben. Müssen wir mal gucken, ob das hier passt mit einer Anhängerladung voll. Und der Fräse voll müsste ja eigentlich passen. Und die Fräse regeln wir gleich. Keine Panik. Quatsch, die Fräse. Den hier Düngerstreuer aufzufüllen. Und zumindest haben wir ein bisschen was rübergebracht hier in die Biogasanlage, sodass wir heute Nacht wieder Geld verdienen und den Schuldenberg weiter tilgen. Ich denke mal, spätestens nachher auf der Vierfachkarte oder so werden wir wieder Schulden aufnehmen müssen. Kann also nicht schaden, jetzt hier möglichst auch schon mal abzubauen, denn das neue Feld, ich weiß schon, welche Nummer es wird, Leute, das große Feld auf der Marsch. Und ich weiß tatsächlich auch schon die Hektargröße. Wenn es euch interessiert, schreibt es mal rein. Alter, was ruckelt das hier gerade? Es muss irgendein Autosave sein, oder? Dann schmiert das Spiel jetzt ab. Komisch. Das hat, glaube ich, schon mal jemand reingeschrieben, ne? Dass der Roggen auch irgendwie performance technisch irgendwie reinhaut. Aus welchen Gründen auch immer, weiß ich gar nicht. Mal gucken, ob die Texturen übermäßig groß skaliert sind. Das ist manchmal möglich. Dass er deswegen so ein bisschen da rumstottert. Ja, nehmen wir die Bäume weg, die schon mal weg waren. Die mit Map-Version 2.0 ausnahmsweise nachgewachsen sind. Das wird erstmal wieder nicht vorkommen, weil eigentlich ich nicht am Baumbestand in den nächsten Versionen rumspielen werde. Logischerweise wird das wieder da sein, wenn wir später auf der Vierfach sind. Aber später heißt, ne, Herbst. Wird ja richtig bemerkt, Herbst, Anfang ist irgendwie Ende September. Also bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. 2 Monate circa, 2,5. Ich glaube, so vom Schätzen her ist das auch realistisch, vom Zeitplan her. So, der eine noch weg, dann haben wir das. Und ordentlich Halbschnitzel für Pelletsproduktion. So viel war das gar nicht. Wenn wir überlegen, diese vier Bäume haben nur 15.000 Hackschnitzel gebracht. Das ist ein bisschen low. Wenig.
Und wollte ich das mit dem Striegel nochmal austesten eigentlich, ob denn alles weg ist vom Feld. Dann müssen wir eigentlich noch einen Striegel kaufen heute. Schaffen wir es noch? Ich gucke schon auf die Aufnahmeuhr und sehe, nein. Mist. Kriegen wir nicht hin. Aber ich möchte einfach mal, ne, dass es weg ist alles hier. Das ist nicht so schön, ne? So. Die hier waren auch weg. Da dürfte mal ein bisschen mehr bei rumkommen. Das müssen wir auch nicht erbauen. Das Modell alleine brauchte 20.000. Die großen Bäume hier vorne am Feld lasse ich in Ruhe, ne? Die sind ja auch wieder gekommen, leider. Und nur die kleinen weg. Da hat man nicht auch mit denen so Probleme. Ich glaube, wir hatten nur mit den großen Probleme. Und da hätte ich jetzt tatsächlich heute nicht, also, ne, keinen Nerv zu, denen nochmal wieder wegzukämpfen. Das war mal schon so anstrengend. Hier vorne stört nicht. Das sind große. Sind auch nicht alle wieder da, aber die beiden hier, ne? Die kommen weg. Die sind ja auch kleine, die sind nicht so schlimm. Echt nicht viel Hackschnitzel. Hat man noch was auf Lager denn eigentlich? Oder ist es auch alles schon weg? Weiß es nicht. Dann könnten wir das ja mitnehmen. Das würde sich natürlich anbieten. Ich könnte mir vorstellen, irgendwie. Ich weiß nicht, woran das im Zweifel liegen kann mit der Performance. Guck ich das mal an. Wenn ihr so ein. Das ist einfach mal vergleiche. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie rauskriege, aber. Guckt euch mal an, hier der Raps, ganz sachte, ne, bewegt sich ein bisschen links, rechts, ganz entspannt. Jetzt gehen wir mal hier rüber, hier drüben muss es irgendwie windig sein. Hier ist irgendwie eindeutig mehr Wind auf dem Feld, das ist, schaukelt viel zu doll. Wahrscheinlich irgendwie ein anderer, ja, ein anderer Windapparat anstrichen zu rechnen. Und das kostet natürlich Performance. Also ich meine, ich mit meiner Grafikkarte komme hier aber einigermaßen zurecht. Sieht ja auch, ansonsten sieht die Textur ja ganz sauber, ganz gut aus, aber die bewegt sich viel zu doll. Ich meine, das ist eigentlich typisch Norddeutsch. Eigentlich müsste das hier drüber auch so bewegen, aber macht eigentlich auch keinen Sinn, ne? Das ist also, eigentlich müsste das auch ein bisschen seichte dahin wackeln, in Anführungsstrichen. Schaukeln. Das wird sein für, und es kann, wie gesagt, natürlich auch sein, dass die Textur selbst an sich eine höhere Auflösung hat und deswegen mehr Speicherbedarf hat, aber ich glaube eigentlich, das ist eher das Schwingungsproblem. Nennen wir es Roggenschwingungsproblem. Mal gucken, ob ich das nochmal in den Griff bekomme. Muss ich mich erstmal mit befassen, wie, was da genau eigentlich hinterhängt, worauf der verweist, auf warum er so. Warum er so meint, da so rumzuschwimmen. Und dann natürlich auch die Frage, die Leute, schaut euch mal, ihr habt ja vielleicht auch, der eine oder andere von euch hat bestimmt aktuell andere Mod-Früchte bei sich auf dem Feld. Vergleicht das einfach mal und schreibt mir mal gerne rein, ob das auch solche Schwinger sind oder ob das eher solche ruhigen Zeitgenossen sind. Sei es jetzt Hopfen, weil also wenn Karotten und Zwiebeln auch so schwingen, ist das schon ein bisschen merkwürdig, ne? Aber auch Dinkel, Mischgetreide, Hirse. Das meine ich ja nicht unbedingt an Fruchtsorten hier und ja, wer weiß, vielleicht ist ja noch, solche Performance-Fresser dabei, wie der Roggen. Gut, 45.000 Liter Hackschnitzel, mehr haben wir jetzt hier nicht rausgekriegt. Wir fahren jetzt erstmal zurück. Dann ist unser Wasserhaini mit Sicherheit schon wieder voll, den haben wir jetzt in der heutigen Folge ein bisschen vernachlässigt. Hier unsere Zuckerfabrik auffüllt. Gott, das wird eine mega Ernte werden, ne? Wir brauchen noch einen Drescher mehr, glaube ich. Ich tendiere mich nachher dazu zu sagen, ich nehme einen Drescher fürs Rapsfeld hier, einen Drescher für ein Roggenfeld und noch einen Drescher für ein anderes Roggen- oder Rapsfeld. Ich würde in der nächsten Ernte wahrscheinlich gar nicht unbedingt geballt und volle Drescher-Power rauf auf ein Feld, sondern das einfach in Ruhe machen.
ein Drescher, ein Abfahrer pro Feld und dann im besten Falle relativ wenig eingreifen müssen. Heißt natürlich, die sind länger pro Feld beschäftigt. Wir können später wieder anfangen, die Felder zu bearbeiten. Welche Richtung auch immer. Aber, so, was ist eigentlich mit den Bäumen da hinten? Da sind auch so zwei, drei wieder aufgetaucht, oder? Also die beiden hier sind auf jeden Fall nicht mehr so gewünscht. Die hängen hier, wo man eigentlich Strohballen hinladen könnte. Der auch. Genug Rohstoffe für mehr Pellets. ...50.000, um genau zu sein. Dann gehen wir mal wieder hier hin und sagen Mist. Aber wir dann können danach noch Feld 18 düngen. Alter, Feld 12 Ballenpressen bringt 75.000 Ertrag. Das ist natürlich ein netter Auftrag vom FedExion Let's Play hier. Düngen auf der 10 könnten wir noch machen. Ja, ich glaube, das nehmen wir dann auch gleich mit. Dünger auf der 9, ja, warum nicht? Wir gehen einmal wieder so ein paar Düngermissionen durch. Wir müssen jetzt eh zum Hof fahren und auffüllen. Dann können wir doch gleich auch weitere Düngermissionen in der näheren Umgebung hier annehmen. Vorfahrt gewähren. Man sieht auch gar nichts mehr. Ja, komisch. Tank halb voll. Passt schon, so haben wir eigenen Sprit. Selbst produzierten Sprit bei uns. Glänzt immer noch so unser. Aber ist das schon gewachsen jetzt? Ich meine, Gras- und Getreidefelder, die haben ja nicht den hundertprozentig gleichen Wachstumsrhythmus. Also mal ist der eine früher, mal ist der andere früher, so ungefähr. Hier vorne ist jetzt ist auch Gras geworden. Da wollte ich ja auch nochmal gucken. Es ist ja aktuell immer noch ein Problem. Es ist also. Muss mal gucken. Das Thema mit den Grasmissionen. Ne, dass einige Felder hier immer noch, weiß ich nicht, dass der KI da immer wieder anfängt mit Grasmissionen. Natürlich nicht so cool ist. Das Feld 4 ist Gras, ne? Bis hier Feld 12 ist auch Gras hier geworden. Aber wer weiß, wo das noch überall vorkommt. Einige, glaube ich, haben auch mal in den Kommentaren geschrieben, sie haben eigentlich praktisch nur noch Grasfelder. Natürlich auch nicht so der Sinn der Sache. Ein Striegel. Hatten wir eigentlich schon mal einen Striegel organisiert? Nö, ne? Ich glaube, lieber Leute, das machen wir morgen. Am Samstag geht es dann weiter. Kleiner Tipp am Rande. Wenn alles funktioniert, wird Shelly heute Abend noch streamen. Das ist aber vorbehaltlich. Man weiß ja nie, ob irgendwas dazwischen kommt. Aber geplant war es eigentlich. Aber nicht von der Marsch, sondern von Farmers Dynasty, wenn ich mich richtig entsinne. Also, liebe Leute, wenn ihr Bock habt und einen Twitch-Account habt oder so, schaut da mal rein bei Shelly. Und wir haben tatsächlich keinen Striegel. Wir kaufen uns morgen eine. Danke euch fürs Zuschauen. Gerne ein Like da lassen. Und dann, ja, machen wir hier morgen um 12 schon weiter. Bis dann und tschüss.